So, da sind wir wieder zurück. Franklin und ich gehen jetzt in den Dingens. Wie heißt denn? Ach, wir gehen in den. Entschuldigung, ja, wir gehen in den Wagen und fahren so hin. Und die anderen nehmen den Transporter. Hier ist die Hackerin, glaube ich, drin. Die geht da rein und hackt dann die. Alright, you got it down? I got it. Because you use too much gas on these guys, you'll kill them. Well, shit, don't blame me the way these canisters is mixed. Just be careful. Yeah, okay. Listen, I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F, but you're unproven. Unproven? For real? So I didn't prove myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. What you got to worry about? I don't know. I ain't done any real work in years, you know, so I'm giving half the take to guys who are supposed to be the best in the business. All right. Then it's all taken care of. You on top of shit? Yeah, do I need to give 12% to a gunman? 14% to a driver? 15% to a hacker? And that's on top of all the other outlays. I feel like a chump buying myself a score. Shit. I guess we'll find out if they worth it, right? Je öfter du Crewmitglieder einsetzt, desto besser werden ihre Fähigkeiten. Ihr Anteil erhöht sich dadurch nicht. Sehr gut. Dann werden wir die Leute behalten. Die werden immer besser. Finde ich gut. So, ich hoffe mal, die Hackerin, die verschafft uns jede Menge Zeit, dass wir mehr Geld rausholen können. Und Franklin muss sich jetzt beweisen. Sein erster richtiger Job. Michael ist ein bisschen aus der Übung. There's a way through the... What the fuck? There's a way through the site up to the roof. Man, we went over this. I'm cool. So, wir parken mal hier hin und leiten das Gas oben ein. All right, when the gas is in the ventilation system, give us the word. For sure, man. I got it. So, wir switchen um zu Franklin und gehen aufs Dach hoch und werfen da oben das Gas in die Ventilation. Excuse me, Exterminator. Hey, there ain't no one around. That suits us. Come on, get up to the roof. So, natürlich geben wir uns als Schädlingsbekämpfungstyp aus. Und Franklin soll anscheinend aufpassen, dass wir nicht zu viel von dem Gas einleiten, weil das die Leute sonst umbringen da drin. Hey, shoot. Sind doch nur Vögel, alles gut. So, dann sprinten wir mal mit Franklin davor zu der Ventilation. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Irgendwie habe ich es mit dem Vorsprung. So, da liegt eine Spraydose rum. Können wir noch ein Graffiti hinterlassen. So, dann klettern wir schnell da hoch. So, werfen wir das Gas dann von da oben rein, oder? So. Ganz nach oben. Wir nehmen das Gas. Wir richten den Wurf aus. Und wir werfen. Okay, ich glaube, ich muss direkt zielen sogar. Oh, wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, da muss ich noch ein bisschen den Bogen berechnen. I love her a lot. I wasn't thinking it was... Think about it like this. I mean, I always say that... I told him to fix that goddamn AC! What's going on? Und die Leute schlafen. Wir können ganz ruhig rein. Go, 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 go! I got this cabinet here. So, ich glaube, die teuersten Sachen waren ja in der Mitte, haben sie gesagt. Weiß ich aber nicht wo. Sekunden. With a window like this, we should be able to strip the joint. Come on. 120 remaining. Here we go. We're almost out of here. Okay, come on. A minute left. So, wir haben jede Menge Zeit, deswegen habe ich den guten Hacker genommen. Verschafft uns ein großes Zeitfenster. Können wir jede Menge Cash einstecken.
Alright, that's our target. Keep it up, see how much we can get. So, wir nehmen alles mit. They're out of stones, let's hit the road. So for the last time, move it. Hey, get the fuck out of my face. You forget a thousand things every day, pal. Make sure this is one of them. Den Spruch kennen wir irgendwo her. Ganz von Anfang. So. Na, ist super, aber die Bullen haben sie trotzdem gerufen. So, ich fahre einfach mal den hinterher. So. Von vorne kommen die Bullen. Oh, scheiße, ich glaube, es gibt eine Ballerei. Au! Schießen auf mich, die Arschlöcher. Krankenwagen rückt auch aus. Oh, fuck. Oh, fuck. Au! Holy shit! Meine Fresse, wenn ich da irgendwo hängen bleibe. Ich glaube, die Bullen kommen hier nicht. Ja, das ist ja richtig geil hier in den Tunnel. Tunnel? Tunnelbohrer? So, und ich glaube, wir haben den Job gut gemacht, weil wir haben 5 Millionen an Cash. Da kommt einiges zusammen, auch wenn wir jede Menge abdrücken müssen. Wir können Franklins Spezialfähigkeit benutzen. Franklin hat die Fähigkeit, beim Fahren die Zeit ein bisschen zu verlangsamen. Die anderen beiden Charaktere können das beim Schießen machen. So, ich denke mal, die Bullen werden wir so auf jeden Fall los. Wir müssen uns umziehen und das Fahrzeug wechseln. Und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir die Sachen hier loskriegen. Upsi, da bin ich fast an der Wand hängen geblieben. Oh, scheiße. Na, super. Die Bullen warten schon, so wie es aussieht. Holy shit! Und wir wechseln zu Michael. Holy shit. Schaltet die Cops aus. Oh oh. Na, supi. Ja, ist selber schuld. So, die Cops kommen. Wir müssen ein bisschen rammen. Also Gefecht setzen. So, da ist schon ein Auto hinter uns. Kommen ja überall raus, die Bullen. So, wir bleiben mal auf der Seite. Alright, we got a window. Let's stop at the end of the river, get the bikes in the truck. Okay, wir laden das, die Motorräder rein in den Laster, dass die weg sind. Und dann sollten eigentlich, also dieses Fahrzeug müsste jetzt auch bekannt sein, eigentlich müsste man das auch noch wechseln. Okay, hier halten wir mal an. Okay, los, hinten rein. Und dann weg hier. Warum auch immer die Bullen weg sind, warum auch immer die keinen Hubschrauber haben. So, dann fahren wir mal zur Garage. Crewmitglieder sammeln Erfahrung. Mit jedem Raubüberfall, an dem sie mitteilnehmen, mit jedem abgeschlossenen Überfall verbessern sich ihre Fähigkeiten. Das kennen wir ja schon, mehr oder weniger. Alright! Woo! All in a day's work, homies. Woo! I might just be able to send my kids to college! Limitless joy. That sounds... Alright, people. We need to split up. They're gonna be looking for a crew.
I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh, man. We're back in action. Yes, wir sind back in action. Oh, yeah. So, unser erster richtiger Auftrag hat einwandfrei funktioniert. Yay! Raubüberfall ausgeführt. Der Juwelenraub. Und hier, guck mal. Wir haben nur Silber. Wir haben Geld, haben wir 5 Millionen. Vielleicht hätten wir noch ein bisschen mehr finden können. Aber ich glaube, wir haben alle Vitrinen zumindest ausgeräumt. Vielleicht haben wir ein bisschen was liegen lassen. So, minus die 2,5 von Madrasso, der Mafioso-Typ da. Michaels Anteil, ja, immerhin eine Dreiviertelmillion und Franklins Anteil eine Viertelmillion. Lesters Anteil ein bisschen mehr, ja, danke. Das wollte ich nicht, also das war ich nicht, Entschuldigung. I don't care if you got money now, don't you get it? That ain't what I was looking for, not then, not now, not ever. I know it ain't important, just let me take you somewhere nice, alright? Where are you? Are you in a strip club? Grow up, stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, alright? I'ma change, I promise, you won't even recognize me. Drücke E, um dich herüber zu lehnen, damit du es besser sehen kannst. Natürlich. So, wir bekommen ein paar Dingens. Sympathie? Peach? Oh, wir können Sympathie sammeln. Sehr gut. Benutze Maus, um dich umzusehen. Dollar werfen. Da steigt die Sympathie doch gleich an. Es regnen zu lassen. Wir haben ja jede Menge Geld gemacht. Können wir kurz das Handy schauen? Ne, können wir jetzt hier nicht. Geld müssen wir dann da werfen, dass die Sympathie steigt. Die steigt ein bisschen arg langsam, oder? Und Tanisha hat angerufen. Unsere Ex. So, wir lassen wieder ein bisschen Geld regnen. Steigt ja kaum an hier, diese Sympathie. Seht ihr was? Nein. Unicorn. Ja, wir haben auch ein Unicorn in der Hose. Entschuldigung, aber es hat sich gerade wie ein Mann angehört. Ich glaube, das Video muss ab 18 sein. Aber ich weiß nicht, macht das YouTube automatisch? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall steigt die Sympathie echt kaum an. Das dauert mir zu lange. So, vielleicht können wir auch noch eine Privatshow engagieren hier, aber wir gehen jetzt mal lieber wieder. So, der Rausschmeißer. Ammunition, Karabiner in verschiedenen Farbtönen verfügbar. Außerdem ist folgendes Zubehör erhältlich. Größere Magazine, Schalldämpfer und so weiter und so fort. Ach so, Mann, wir wollten noch aufs Handy schauen. Wir treffen uns bei mir. Du hast das Geld bald auf dem Konto. Aber Lester muss es waschen. Ach stimmt, das Geld muss auch noch gewaschen werden. Tonia, JB ist weg. Bitte hilf einer Schwester bei noch einem Job. Ruf mich an und ich erklär's dir. Okay. E-Mail. Neue Ware ist eben eingetroffen. Karabiner, das haben wir ja eben gelesen. Jetzt hast du eine Garage. Füllst du mit Autos? Das ist die Garage, die wir gekauft haben. Letzte, vorletzte Folge. So, wir trinken noch ein. Zum Anlass. Wir haben ja vorher schon 500.000. Hatten wir ja schon wegen dem Vorbestellerbonus. Da kriegen wir als Franklin 500.000. Und als GTA Online Charakter oder für GTA Online kriegen wir auch noch die was? Können auf den Geldautomaten zugehen? Bei GTA Online auch nochmal 500.000. Oh, guck mal, wird sogar angezeigt, wie viel Geld wir für die Frau hingeworfen haben. Nicht schlecht, der Bankautomat kriegt alles mit. Hier sitzt Rihanna. Mhm. So, dann haben wir den ersten Job auf jeden Fall mal gut erfüllt. Wie lange sind wir schon drin? Weiß ich gar nicht, habe die Zeit jetzt nicht genommen. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder in der nächsten Episode. Gebt einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, schreibt einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns dann gleich wieder bei GTA 5.
We'll be right back.